subscribe. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist soweit, das neue Update ist da und wir werden uns gemeinsam das neue Update anschauen. Das ist alles, was dabei ist. Am besten, ja, ich kaufe schnell mal. Und das Update ist gekauft. Und schauen wir uns gleich mal im Shop jetzt genau alles an. Ich dachte mir nämlich, für die... ignorieren wir das bitte. Das ist für die nächste Story. Ich habe mir gedacht, weil sie, die Lina, wird mit ihnen auf ein Date gehen mit dem Luca. Und ich dachte mir, dass die Lina ein kleines Makeover bekommen darf, okay? Aber meine Frage ist jetzt, wie wird ihr Makeover ausschauen? Wie wird ihr Look ausschauen? Also wie sollen wir sie verändern? Na gut, schauen wir uns mal die neuen Sachen an. Warte, ich gebe mal die Mütze schnell weg. So, jetzt schauen wir uns mal die neuen Sachen an. Okay, das sind alles Jungshaare. Ich meine, man kann sie sich auch für Mädchen verwenden. Diese drei. Ich finde, die Haare sind schön und die Haare finde ich auch ziemlich cool. Gut, dann haben wir die Mädchenhaare. Oh, schön. Also wirklich schön. Das ist auch voll cool. Die finde ich jetzt nicht so besonders. Was zum Geier ist das? Die haben doch schon mal so eine ähnliche Frisur gehabt, oder? Ist das nicht dieselbe Frisur? Das ist dieselbe. Also, das ist ja echt einfallslos. Was zum Geier, Tokaboka. Oh, weißt du, es gibt diese hässliche Frisur. Machen wir sie zweimal. Okay, ist ja wurscht. Aber dafür urschön die Haare. Und dann vor allem, wenn sie dann auch noch blond wäre. Urschön. Aber nein, sie bleibt schwarzhaarig. Waren das die schwarzen Haare, die ich gerne nochmal habe? Ich glaube schon. Gut, sie bleibt schwarzhaarig. Gut, ich glaube, ich mache hier aber die Haare schon irgendwie besser aus als die für sie. Obwohl ich die Haare auch sehr schön finde. Aber ich glaube, das wird ihr neuer Look sein. Diese Haare. Ich finde die irgendwie voll schön. Da gibt es auch. Nein, da gibt es nichts Neues. Einen neuen Bart. Ja, geben wir ihr ein Bart oder nicht? Spaß. Gut, machen wir weiter. Neue Looks. Hier haben wir mal gar nichts, okay. Das ist der erste Look, der neu ist. Den finde ich eigentlich voll schön. Das ist der zweite. Der ist, ich finde eigentlich auch fürs Mädchen ist das voll schön. Vor allem mit der blauen Masche passt das voll gut zusammen. Aber das schaut auch sicher cool aus bei dem Jungen. Dann haben wir das Streber-Outfit. Finde ich nicht so cool. Das Outfit finde ich cool. Wieder für Mädchen und für Jungs. Das ist irgendwas. Ich glaube, das ist so ein Internat-Outfit irgendwie. Das passt dann zu dem Kleid, was da... Es gibt auch eines mit einem Schottenrock. Das finde ich auch irgendwie cool eigentlich. Genau, das ist das andere Outfit dazu, die Mädchenversion. Wenn man so ein Internat macht, kann man das sicher anziehen. Das finde ich irgendwie voll cool mit dem Grünen. Also es gefällt mir schon. Hier ist nichts. Bei den Schlafsachen gibt es auch nichts Neues. Ah, bei den Jacken. Da haben wir mal einen Trainingsanzug und einen Sakko drüber. Und die Socken, also man steckt die Hose doch nicht in den Socken rein. Aber der Look ist auch irgendwie schön. Dann gibt es den noch. Der schaut eigentlich auch ganz cool aus, vor allem für Jungs, glaube ich. Das ist irgendwas... Also was ist das? Das kann man der Oma anziehen. Und dieser Look auch. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Hier gibt es nichts. Und da gibt es auch nichts. Okay, schauen wir mal bei den Kopfbedeckungen. Also Mützen. Okay. Ist das auch neu gewesen? Weiß ich gar nicht. Dann das da. Das ist auch ganz cool eigentlich. Die Mützen gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Ah, das Grüne voll schön. Voll schön. Ah, diese drei Sonnenbrillen sind neu. Ah, die ist aber cool. Die ist auch cool. So wie eine Ray-Ban. Das ist, weiß nicht, eigentlich auch cool. Und ich habe mir überlegt, das Makeover, also was sie anhaben wird. Ich werde mir drei Varianten aussuchen. Also ich werde sie in drei verschiedenen Looks machen. Und zum Schluss dürft ihr entscheiden, wie ihr Makeover ausschauen wird. Okay, ich entscheide drei Looks, drei Haare und drei Outfits. Und ihr schreibt dann in die Kommentare, was ihr besser findet, okay? Aber erst zum Schluss. Und für das Date, weil sie braucht ja ein Makeover, muss ich einen Shop machen und einen Friseurladen. Oder nein, ein Shop, ein Fashion Store und ein Make-up Store. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Okay, fangen wir an, den Shop zu stylen. Gut, wie ich sage mal, wir fangen mit dem Modestore an. Es soll ein natürlich ausschauender Shop sein, deswegen bekommt er so einen Boden. Und die Wände machen wir so. Einfach eine Ziegelwand. Diese Wand, perfekt. Das machen wir auch hier und da. Sehr gut. Das haben wir schon mal. Gut. Wir machen hier vorne die Kasse und hinten machen wir die Umkleidekabine, okay? Gut, fangen wir an mit der Kasse. Wo gibt es denn die? Gut, wir nehmen mal das als den Boden. Hinten braucht ihr was zum Sitzen. Ich setze sie in die Mitte. Sie bekommt ein paar Glasregale im Hintergrund. Links und rechts eine kleine Pflanze. Auf dem Tisch kommt ein Kartenlesegerät und ein Bildschirm zum Bezahlen. Eine Kasse noch.
und den Bildschirm hier. So, hier draußen werden zwei Schaufensterpuppen sein. Und hier am Eingang findet man ein Wagerl. Hier gibt es mal die Einkaufskörbe und die Einkaufstaschen. Sehr schön. Dann ist hier draußen ein Schild, wo dann der Shop drinnen ist. Und hier an der Wand auch eines. Der Shop heißt Slomo. Nein, im Hintergrund, genau. Und ein Es ist geöffnet Schild. Sehr schön. Wir brauchen ein paar Lichter, merke ich gerade. Wir nehmen einmal diese Lichter von oben. Ja, das schaut gut aus. Und einmal hier drinnen. Und einmal hier draußen. So, lala, dann haben wir auch schon mal die Lichter. Für draußen nehmen wir auch noch ein paar Blumen als Deko. So. Sehr gut. Dann haben wir schon mal... Dann nehmen wir die Regale. Dann nehmen wir einmal so. Einmal so hier. Obwohl, nein, machen wir es lieber so. Ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg von da. Dann hat die Pflanze mehr Platz. Und hier machen wir dasselbe auch zweimal. Perfekt. Dann brauchen wir die Umkleidekabinen hier drinnen. Zwei Umkleidekabinen. Einmal das hier. Und einmal auch hier. Obwohl. Und einmal auch hier. Dann, wie immer, ein paar Pflanzen zur Dekoration, damit es schöner ausschaut. Ich gebe die einmal dahin. Und die kleine Pflanze hier am Boden. Da gebe ich auch noch eine hin. Und eine hier davor. Und machen wir noch den Baum hier. Hier machen wir mehrere Pflanzen. Hier mache ich auch den hin. Und das daher. Sehr gut, der Shop ist eigentlich so gut wie fertig. Was wir jetzt machen müssen, ist ihn dekorieren mit Klamotten. Ich habe ja schon ein paar Klamotten hergerichtet. Fangen wir mal an. So, von jedem nur zweimal, damit wir genug Platz haben für alles. Hier, da, einmal, da, da. Wir dekorieren hier unten auch noch ein paar Klamotten. So. Und das ist der Shop derweil. So schaut er aus. Sehr gut, die Schaufensterpuppen sind auch schon fertig. Was gebe ich aber hier im Hintergrund? Es geht wirklich. Dann hat jeder schon mal eine Brille. Und jeder bekommt auch noch eine Mütze. So, und hinten haben wir auch ein paar Schaufensterpuppen gemacht. Vielleicht eine Spur auseinander. Aber die Pflanzen sind aber dann nicht so gut hier. Dann haben wir das ein bisschen rüber verschoben und da unten kann ich dann noch eine Pflanze hingeben. So. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Gut, der erste Shop ist eigentlich fertig. Oh, hier habe ich noch nicht dekoriert. Sehr schön. Und was mir noch ein bisschen fehlt, ist ein Teppich am Boden. Aber sonst bin ich eigentlich voll zufrieden damit und eigentlich gefällt mir der Shop so wie er ist. Machen wir hier einen, den Übergang ein bisschen überspielen hier und noch einen da. So, sehr schön, das ist einmal der Shop. Ich finde, der schaut nämlich ganz süß aus, was sagt ihr? Ja, der gefällt mir. Jetzt fangen wir an mit dem Make-up-Store. Hier kommt ein bisschen Deko hin. Ich habe hier schon ein paar Sephora-Schilder gemacht. So, ein Baum als Hintergrund. Ein Baum in vorne mit ein paar Büschen. So hier, da. Hier machen wir auch zwei Büsche hin. Im Hintergrund gibt es auch noch einen Busch. So. Ein paar Kletterpflanzen. So, da, da. Da nehmen wir ein paar Schränke. Hier noch eins. Sehr schön. Da dazwischen wird jetzt die Kasse kommen. So, perfekt. Im Hintergrund gibt es wieder Regale. Ja, die Lichter muss ich ändern. Und die Wände habe ich eine Spur heller gemacht. Ein paar Lichterketten. So. Hier wird der Sephora sein und hier wird der Friseurladen sein. Hier kommen auch wieder diese Dekorationssachen hin, wo sie Sachen ausstellen. Und einmal das hier, vielleicht gleich bei der Kasse.
Weil bei der Kasse sieht ihr oft Sachen, die sie dann noch verkaufen. Ja, das ist eigentlich ganz süß. Sehr gut, wir nehmen noch ein Sephora-Schild und geben es hier vorne hin. Und hier kommt dann auch noch ein Sephora-Schild hin, aber nicht so weit oben. Perfekt. Ja. So, so schaut's gut aus. Und jetzt müssen wir das alles auffüllen. Oi, oi, oi. Als erster mache ich mal das Einfache, und zwar die Elektrosachen. Wieder ein Kartenlesegerät. Aber mit dem. So. Na dann fangen wir mal an. Also das ist der Fashion Store Sephora. Ach, hier muss ich noch ein bisschen Deko hingeben, merke ich gerade. So, da. Jetzt ist das Sephora fertig. So schaut es aus. Ich bin wieder sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Aber das könnte alles eine Spur weiter runterkommen, merke ich gerade. So. Sehr schön. Und jetzt machen wir den Friseurladen hier. Bei dem Friseurladen dachte ich mir, ich mache einen bunten Friseurladen. Also der wird ein bisschen farbenfroh und crazy sein. Also ich hoffe, dass er gut ankommt bei euch. Er ist ein bisschen, ja, er wird ein bisschen was anderes sein, als wie die anderen dabei. Es gibt hier zwei Stationen mit, na sagen wir, es gibt drei Stationen zum Haare machen. So, dann gibt es hier ein paar Haarprodukte. Die Kasse wird auch etwas bunter sein. Also die Rezeption ist das ja eigentlich, oder? Kasse, Rezeption, keine Ahnung. Hier ist genau dasselbe, eine Kasse. Und ein Kartenlesegerät. Da gibt es ein Deko im Hintergrund. Ah nein, diese Deko ist sogar cooler. Diese Deko ist im Hintergrund. Nein, ich habe was Besseres gefunden. Ja, ich mag das nicht. Ich habe was Besseres gefunden für die... Genau, dafür kommen zwei von denen her. Eins, zwei. Und das dritte wird hier unten sein. Ja, das schaut schon viel besser aus. Der bekommt auch das hier unten für die Haare. Und die hier oben bekommt das hier. Und in der, auf der Wand gibt es dann Regale, wo dann Haarprodukte sind. Und dass das Ganze noch ein bisschen schöner macht, würde ich sagen, wir machen wieder ein paar Pflanzen. Einmal daher. Eine Pflanze hier oben rauf. Gut, also zum Haare schneiden braucht ihr mal eine Bürste, eine Schere. Ein Kamm, ein Föhn, ein Glätteisen und ein Lockenstab. Und hier müssen noch ein paar Poster hin. Irgendeine Dekoration muss da noch an die Wand. BTS, ein Beach-Hintergrund und bunte Teppiche natürlich. Machen wir einen Regenbogen noch. Was gibt es noch Schönes? Ein rosa Herz. Der Regenbogen passt nicht, nehmen wir das hier. Ja. Und jetzt muss ich, damit ich genug Sachen draufgebe, musste ich alles leer machen und jetzt muss ich alles wieder auffüllen. Okay, ich habe alles aufgefüllt und Personen zur Dekoration hingegeben. Also das ist mal der Fashion Store. Wie gefällt er euch? Bitte, ich möchte wirklich wissen, wie er euch gefällt. Und vielleicht könnt ihr mir sogar sagen, was ist euer Lieblingsstore, den ich gemacht habe. Also wie gesagt, Nummer 1 ist der Fashion Store. Ich finde, der ist ganz schön geworden. Nummer 2 ist der Make-up Store Sephora. Ich muss sagen, der ist auch sehr schön geworden. Ich hätte vielleicht eine andere Wandfarbe nehmen sollen, aber egal. Und das ist der Friseurladen. Also, was hat euch am besten gefallen? Schreibt mir das in die Kommentare. Und jetzt dürft ihr euch das Makeover von der Lina aussuchen. Also, was wollt ihr? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4? Ich muss sagen, der ist ganz schön, der Look. Nummer 5 oder Nummer 6, Nummer 7 und zu guter Letzt noch Nummer 8. Also, welche Variante gefällt euch am besten? Schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Nummer ich ihr das Makeover machen soll. Ihr könnt auch schreiben, oh, ich will die Haare von Nummer 5 und das Outfit von Nummer 3 zum Beispiel. So könnt ihr das auch hinschreiben. Mein persönlicher Favorite ist Nummer 2, Nummer 6 und vielleicht sogar Nummer 8. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Bitte, ihr dürft entscheiden. Was auch immer ihr in die Kommentare schreibt, das werde ich machen. Versprochen. Aber nicht in der nächsten Episode, weil die nächste Episode, die habe ich nämlich schon gefilmt, da hat sie eine Überraschungs-Pyjama-Party, das verrate ich euch mal schon. Aber was genau dann noch passiert in dieser Episode, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Ich habe ziemliche Halsschmerzen bekommen von so vielen Reden, deswegen hört diese Episode jetzt auf. Okay.
Oh, ich glaube, ich werde krank. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gut gefallen. Falls sie euch gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und jetzt noch ein großes Dankeschön an nette Menschen, die immer liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel die liebe Pia Marie Matamoro und Molly Kelly. Vielen lieben Dank, dass ihr liebe, liebe, liebe Kommentare schreibt. Und als nächstes gibt es auch noch ein großes Dankeschön an die Menschen, die Kanalmitglieder sind. Wow! Also, danke. Gleich den ersten Namen kann ich nicht aussprechen. Sorry. Ah, Emma steht da. Danke, Emma, Jesse, Toka Winter, Valbella. Das nächste kann ich auch nicht aussprechen. JW und Lola Motocars. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und meinen Kanal damit supportet. Und wenn ihr auch in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und mit etwas Glück kommt ihr in mein nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.